40 Tage, 40 Videos, immer um 14 Uhr. Das ist mein 40.000 Abonnenten Special an euch da draußen. Und heute zur ersten Fahrt mit der GSX S 1000. Das und mehr nach dem Intro. Ja Leute, und wir haben uns gedacht, weil in letzter Zeit ich das immer alleine gemacht habe, hole ich mir heute wieder den Frauci dazu, der bei der 650 auch schon dabei war. Hallo Frauci. Servus Thomas. Ja, dann fangen wir einfach mal mit dem Moped an. Dann fangen wir einfach mit dem Motor an. Und ich muss sagen, ich fühle mich auf ihr wie so ein Cowboy, der sein Pferd so ein bisschen zähmen muss. Und der aber permanent selbst bestimmt, wie das Pferdchen sich verhält. Ja, das mit dem Motor, da gibt es eh nicht mehr zum dazu sagen. Das ist ein 1000er rein Vierzylinder, sprich Leistung ist vorhanden, Kraft im oberen Drehzahlbereich auf alle Fälle. Und das war's. Keine Riding Modes, oder? Riding Modes hat es nicht. Es hat allgemein sehr wenig Ausstattung, aber was geil ist, ist die Traktionskontrolle. Denn die ist endlich mal verständlich, wie sie eingeschaltet ist. Also genau, wie sie einzustellen ist, ja. Du kannst irgendwie 4 Einstellungsmöglichkeiten treffen, aus 1, 2 oder 3. Wir sind es, glaube ich, permanent jetzt auf 2 gefahren. Und ich muss sagen, ich finde, die Elektronik greift sehr sanft ein. Also es ist kein müdes Eingreifen von ihr. Du kannst die volle Leistung abrufen auf sämtliche Untergründe. Du merkst nicht, wann es regelt, aber sie regelt. Genau. Man sieht immer nur das Licht hier im Leuchten. Ja, genau. Wieder mal ordentlich. Und ob du zu viel Gas gibst, siehst du, wenn das Lichtchen leuchtet. Die Ausstattung ansonsten ist sehr wertig gemacht, also ist es wirklich hier auf einem hohen Verarbeitungsniveau, finde ich. Also vom Schalter angefangen, über das Display, alles sehr wertig, schaut gut aus. Aber halt finde ich eine nicht modernste Technik. Es ist etwas in die Jahre gekommen, der Stil. Ja. Auf der anderen Seite muss man jetzt sagen, das Ding kostet halt fast nichts. Das kriegst du halt für ein Bagateur im Endeffekt. Extrem viel Motorrad und wenig Geld. Extrem viel Motorrad trifft es eigentlich ganz gut, denn das Gewicht ist auch nicht das geringste. Genau, es fühlt sich noch an massivem Gerät an. Vorteil daraus ist die Stabilität, die es generiert, besonders auf so eher langgezogenen Kurven mit gutem Asphalt. Ja, wo waren wir heute, wo es so extrem gut gegangen ist? Also das war ja von, bei Maria Zöll irgendwo war das. Ja genau, Lahnsattel glaube ich heißt die Strecke. Ja, das war das ist gerade frisch ausgebaut und die Ebenheit von der Straße, die Gleichmäßigkeit vom Asphalt, da kann halt die Suzuki grandios ihre Leistung bzw. auch ihre Auslegung ausspielen. Aber es gibt einen Kampfgang. Genau, es gibt den idealen Mittelgang mit dem dritten Gang. Dritten Gang, wenn du sportlich fahren willst auf der Landstraße, dritten eine und Vollgas. Na, Vollgas ist zu viel. Vollgas, bis die Traktionskontrolle leicht wird. Genau. Und steigt der mal das. Ich glaube, der hat uns steigt, dass wir wahrscheinlich umdrehen müssen. Weiterkommen. Ah. Ja, dann haben wir heute schöne Strecken. Ja, wir fahren weiter. Wir fahren, bis wir nicht mehr weiterkommen. Genau. Sozusagen. Ah, schau mal. Oh, das haben wir heute beim sofort besser Motorradfahren schon gehabt. Jo, da eine Anzielhilfe. Genau, das hilft den ganzen Kurven schneiden, den Garaus zu machen, hoffen wir auf lange Sicht einmal. Aber man muss halt auch sagen, die Linien sind sehr konservativ. Also, wenn du wirklich schnell fahren willst, fährst du weiter außen und ziehst aber ein bisschen mehr ein. Genau, beziehungsweise wenn du ein hohes, breites Motorrad hast, kommst du bei dieser Linienwahl trotzdem auf die Gegenspur. Das ist so geil. Der Berliner, das, was? Ja, Entschuldigung, mach du zuerst, dann mach ich. Ein Berliner mit einem Schweizer Pickel drauf, fährt wirklich den 50er. Oh, das sind die Straßenspaketen. Was ich aber jetzt eigentlich unbedingt anbringen wollte, Rev-Matching. Was wir auf dem sofort besser Motorradfahren-Video gemacht haben, alter Schwede, Hinterradbremsen, ein bisschen anbremsen, das funktioniert so grandios, das ist ein Wahnsinn. So, ausgenommen Baufahrzeuge. Riskieren wir es? Das ist ein Schotterpisten. Das ist halt nicht lustig, das. Schaut euch das an. Normalerweise Wüdalpen ist die regenreichste Region da von Österreich. Also wenn es wo regnet, dann da. So.
Ja, ich war, wenn ich ehrlich bin, da glaube ich noch nie. Ja, das also ist, da habe ich mich noch nie aufgeschlagen. Da unten, das ist Gesäuse oder geht zum Gesäuse, das ist Tal und da fährst du 30, 40 Kilometer so dahin. Ja, aber ich hätte gesagt, back to the topic. Was mich aber an der Suzuki definitiv begeistert, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Fabian, aber bei mir ist es so, ich fühle mich auf ihr, wenn ich mit ihr fahre, als würde ich selbst bestimmen, was das Motorrad macht. Also da gibt es kein, nicht diesen Moment, wo ich mir denke, so, boah, das Motorrad ist gut, sondern da denke ich mir immer so, Alter, die Kurven habe ich gut genommen. Hey, es ist so ein bisschen The Last Samurai. Also ja. Man hat noch das Gefühl, dass man selbst der Herr ist über das Gerät. Und das ist durchaus ein wünschenswerter Faktor, weil bei den Eichen bis zu den Zähnen bewaffnet mit elektronischen Geräteln, ja, wird man ein bisschen entmündigt, das Motorradfahrer. Ja, aber man muss halt auch sagen, man muss sich mehr konzentrieren bei dem Motorrad. Wenn man das Motorrad nutzt, muss man sich ernsthaft drauf konzentrieren, was man macht. Au. Ja, für was haben wir Traktionskontrolle? Ja, fürs Offroad-Fahren. Ja, genau. Und wo ist da der Offroad- und Rallye-Modus? Es ist so cool, wenn da keine Elektronik verbaut ist. Ich will in den Rallye-Modus. Oh, Fabian. Jedes Mal, wenn ich mit dir unterwegs bin, komme ich auf irgendwelche Offroad-Strecken. Ja, Straßensperren schaffen wir in regelmäßigen Abständen mittlerweile. Ja, ich weiß nicht. Dabei fahren wir da gar nicht mehr so viel Motorrad, weil wir eigentlich mehr hinterm Schreibtisch hocken und den ganzen Plätzchen machen. Aber was ich euch gleich sagen kann, die Hinterradbremse von dem Motorrad ist grandios. Also die Positionierung für mich vom Kniewinkel her und von der Fußposition ist so geil. Also ich steige da eine Hinterradbremse rein und ich bremse halt auch echt bequem und smooth. Und die Elektronik macht kaum was, wenn ich die Traktionskontrolle ordentlich runterregel. Also eben auf der zweitstärksten Stufe. Auf der stärksten Stufe finde ich schon, dass es ein bisschen wüt regelt. Aber auf der zweitstärksten ist es optimal. Ja, andererseits der große oder der Entwicklungszeitraum, aus dem das Eisen stammt, war sicherlich nur in einer Zeit, wo Traktionskontrolle nicht Standard war. Somit ist das Eisen auf elektronikfreie Fahrbarkeit ausgelegt, würde ich sagen. Ja. Weil meine Maschine ohne diese Traktionshelferlein, da rufe ich von der Gesamtleistung vielleicht ein Drittel ab. Weil mehr traue ich eh nicht, dass ich Gas gebe. Bremsen, muss ich sagen, ist dafür richtig geil. Also ich hab nicht das Gefühl, dass sie schwach ist. Sie ist genau richtig von der Strenge her, wenn ich einbremse. Was mich aber schon ordentlich abfuckt heute bei unserem 200 Kilometer, 300 Kilometer Trip, wenn nicht sogar mehr, wie haben wir? 400 wären es. Ist die Kupplung. Alter, da musst Kletterer sein, der was 7er Kletterwände klettert. Da brauchst du eine Kraft in die Hände, dass du die Kupplung. Der an der linken Hand Klimmzüge macht. Also da brauchst du eine Kraft bei der Kupplung, das ist also echt ein Wahnsinn. Ja, das ist halt nur eine Seilzugkupplung ohne hydraulische Unterstützung. Mit einer großen Kupplung, die zu betätigen ist. Boah, ist das kitschig da! Oh Mann, Fabian, wo verschleppst du mich heute hin? Wir wollten ein erstes Fahrtvideo machen und jetzt tucken wir aufrunden mit der 1000 Daumen drum. Das ist genau der Ort, wo Suzuki das Motorrad hängen möchte. Marketing achieved. Ja, geben wir es einmal die Burmen, die machen nämlich keine Willis damit, weil sie es nicht können. Okay, fahren wir ins Gelände. Ja, das können wir auch nicht. Ja, bist du deppert, sind wir gut. Das ist genau die Sperre aus. Ja, im Leben ist manchmal scheiße, da nichts passiert, da nichts. Ja, ich hätte einfach gesagt, ich käme da nicht aus, mein Abi hat mich noch gefeiert. Es passiert eh nicht mehr. Kann ich auch nicht. Scheiße bin ich sowieso. Vorwerk her bei der Gixxer, muss man sagen, war ich sehr zufrieden. Es ist sehr hart eingestellt. Und wenn der Untergrund passt und nicht Offroad ist und nicht Schlagloch behaftet ist. Ja. Und auch nicht so verschiedene Asphalt ineinander vermischt ist, arbeitet das Fahrwerk wie ein Einser. Trifft es das? Ja, würde ich schon sagen. Es lässt sich präzise lenken, es kommt mit dem Gewicht der Maschine zurecht, auch mit der Leistung. Wechselboden, Hiflau, Wildalpen. Here we go. Das Fahrwerk ist übrigens voll einstellbar. Das ist voll einstellbar, wirklich? Ja. Sauber. Voll einstellbares Fahrwerk. Die Frage ist nur, wer macht es am Ende des Tages? Was man aber schon sagen muss, dass Fahrwerkseinstellungen viel eher verändert werden, wenn es elektronisch ist. Also ich habe beim anderen Hersteller so oft gespült,
bis ich es, also weil ich es einfach einstellen habe können, ohne dass ich einen Schraubenzieher brauche. Ja. Kein Werkzeug, du musst auf keine Einstellliste schauen und die genauen Umdrehungen mitzählen, sondern da druckst du dich aufs Knäpferl und sagst entweder Zweimannbetrieb, sportlich, beladen, straffer, nicht so straff, und bei dem ist, bei dem Motorrad, passend zum Motorrad, ist eben oldschool. Ja, aber das ist für mich jetzt kein Vorteil. Also da muss ich ehrlich sagen, oldschool kann Vorteile haben, es hat auch Vorteile hier, aber gerade in dem speziellen Fall Vorwerk ist kein Vorteil für mich. Es ist ein Vorteil, dass es einstellbar ist, aber nicht, dass es so einstellbar ist. Ja, ich würde sagen, durch das ist noch individueller einstellbar bzw. auch besser servicierbar, weil eben keine Elektronik verbaut ist. Die Optik von dieser Maschine, weil ich gerade da im Rückspiegel sehe, ist in... Also wie strahlend siehst du im Rückspiegel natürlich. Genau. Ist insofern ikonisch, weil es noch auf eine klassische Halogenbirne setzen mit, ich schätze mal, LED-Elemente. Und das ist ein Gesicht oder eine Maske, die man im Moment nie sieht auf der Straße. Von dem her, der zweite Punkt, den ich extrem schön finde an der Suzuki GSX 1000S, ist dieser Unterflurauspuff. Stimmt, der ist geil. Das ist ein Merkmal, das verbauen nur mehr wenige Hersteller. Und gerade bei der fällt mir das auf, dass das formschön, schlank gelöst ist. Und das ist einfach, ja. Aber ich muss trotzdem sagen, du hast keine Ahnung, was geil ist. Geil ist nämlich, dass das Motorrad mit Metalltank hat. Das ist das Beste. Ich liebe Mopeds mit Metalltank. Diese ganzen Plastikpopper. Wenn man so wunderschöne Tankrucksäcke montieren kann. Nein, mit Magneten. Halt, stopp! Wir brauchen keinen Rucksack. Wir haben einen Packesel. Oh, ich sag's dir, ich werd mal ganz ein hässliches Top Case hinten drauf, dann nur für dich. Du kriegst kein Top Case. No. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein irrsinniger Fan von Metalltanks, weil es einfach ein ganz anderes Gefühl ist, wenn du die benutzt. Also wenn du da drauf sitzt mit dem Knieschnuss, ist einfach ein geiles Gefühl. Das Plastik gibt da immer ein bisschen nach und knirscht und kein Fan davon. Ich taugt, was zwar jetzt nicht unbedingt Design ist, aber die Tasten. Die Tastenanordnung. Ich kann blind meine wenigen Einstellungen, die zu treffen sind, kann ich blind machen. Ohne irgendein Problem. Ja. Also das ist zack, zack, bewegt. Das spürst sofort. Es hat auch wieder einen Warnblinker drauf, was ich auch nicht schlecht finde. Ja, dieses Kombi-Instrument links, also dieser Wippschalter, gefällt mir extrem gut bei der Suzuki. Da ist auch definitiv klar, was damit eingestellt wird. Und das ja, man hat da einen einfachen Zugang. Was aber designtechnisch nicht so das Highlight sind, und da ist halt einfach, weil das Motorrad ein bisschen designtechnisch auch in die Jahre kommt, ist nicht nur technisch, die Blinker vorne. Ja, das ist also, arg, ja. Ich weiß nicht, ob man da Glühbirnen reinschrauben muss, wenn man die tauscht. Genau, keine so Ahnung. 60 Watt Glühbirnen wird da reingeschraubt. Ja. Das sind Dinge, da fragen mich schon. Aber ja, es ist sehr konservativ gestaltet. Kann man auch wieder so positiv sehen auf der Seite. Wenn euch dieses Video gefällt und ihr Feedback für uns, für unsere Dual Vlogs habt, schreibt das gerne mal in die Kommentare oder vielleicht auch Themen für uns zwei, die wir besprechen können, in die Comments. Mein Name ist Tom, sein Name ist Frauci. Haut rein und pfiat euch.